liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Und es wird das beste Video, was wir je gemacht haben. Das wissen wir, weil es geht nach St. Peter-Ording. Wir wollen heiraten. Und zwar morgen. Ja, und deshalb sagen wir, wir starten die Maschine. Die läuft doch schon. Ich weiß nicht, ob man das schön hört, weil wir brauchen Kühle. Das ist so warm draußen. Aber jetzt fahren wir extra in den schönen Norden. Und ihr seid mit dabei. Wir sind auf der A7 und was soll man sagen? Moment, ich muss mal kurz die Kamera näher ranhalten. So. Falls ihr das euch wundert, wenn ich so mache, dann heißt das, Stefan hat überholt und ich muss mal kurz... Ich sehe meinen Spiegel nicht. Genau. Ja, wir fahren hier mit gemütlichen 95 Stundenkilometern. Warum tun wir das? Weil wir da hinten einen Anhänger haben. Wir reisen natürlich mit den Anhängern nicht die ganze Hochzeitsreise, das wäre ja grausig. Ja, wobei es auch nicht schneller vorangeht, wahrscheinlich in Norwegen, aber... Aber wir wollen das nur, da ist das ganze Zeug drin für die Hochzeit und für unsere Schwiegereltern, weil unsere Schwiegereltern noch Zeug für die Hochzeit mitnehmen. Und was wir alles schon in diesem Auto so teilweise eingepackt haben, das zeigen wir euch jetzt, weil das haben wir schon ein paar Tage vorher aufgenommen. Genau. Ja, wie ihr sehen konntet, sind wir natürlich schon unterwegs, aber auch für unsere Hochzeitsreise nach Norwegen bedarf es natürlich einer Art von Vorbereitung. Wir packen damit jetzt das Auto. Und mit was? Und mit was? Ja, gute Frage. Also wir haben auf jeden Fall gesagt, wir nehmen uns ein bisschen Wasser mit, wir nehmen uns auch ein bisschen Essen mit, Klamotten müssen rein und ein Teil werden wir jetzt heute schon packen, damit ist das Ganze dann auch schon ruckzuck erledigt. Na, das passt ja super. Und die restlichen 4 Flaschen von dem Wasser kommen nach vorne. Wir brauchen ja auch gleich was zu trinken, wenn wir dann losfahren. Ach, tun wir das? Ja, ich glaube. Trinken während der Fahrt? Trinken während der Fahrt. Was soll nur die Polizei sagen? Ist das nicht erlaubt? Gibst du mir noch mal den Träger? Ach, wunderbar. Ich arbeite mit hier. Der Träger gibt mir den Träger. Ja, ich habe eine tragende Verantwortung. Genau. Nein. Also, da wir ja pfiffig sind und pfiffig kommt von Pfeife, nutzen wir natürlich das scharfe Messer zum Aufmachen. Kannst du denn behaupten, dass du pfiffig bist? Ich bin keine Pfeife. Okay. Aber ich kann pfeifen. Siehst du, ich nehme mich nicht. Siehst du? So, wunderbar, passt. Den Müll können wir zu Hause lassen. So, was ist mit dem Dosenfutter da hinten? Ja, das Dosenfutter kommt natürlich auch da rein. Das würde ich vorschlagen, packen wir nach unten. Oder wollen wir das noch oben drauf packen? Das ist halt die Frage. Ich würde... Ja, das ist die Frage jetzt. Ne? Also das Wasser habe ich hochkant hingestellt, damit wir auch gleich rankommen. So, wir müssen das mal... Diskutieren. Kurz diskutieren. Ich weiß nicht, ob ich zu sehen bin. Ja. Deshalb, wir müssen das mal kurz diskutieren. Wir machen mal hier einen kurzen Cut und nach den blauen Augen werden wir dann wissen, wie wir das machen. Eine Sekunde. Du siehst aus wie ein Panda, dann. Und den paar Vorräten, die wir jetzt mitnehmen, haben wir natürlich noch das Gas eingepackt. Das ist dort. Wir überlegen uns, ob wir noch ein 4er Gas-Blister mitnehmen. Den würden wir dann auch noch dort hinten mit einverstauen. Auch AdBlue muss mal wieder nachgefüllt werden, beziehungsweise nochmal voll gemacht werden, weil da wir nicht wissen, wie lange wir fahren, füllen wir das Ganze nochmal. Ich habe ein kleines Spezialwerkzeug dafür. Deckel ab. Das Ding ist eine kleine Pumpe, eine elektrische. Da packt man das Teil rein, steckt den Rüssel dort zu. Das ist gleichzeitig hier einhakbar und dann wird einfach nur angemacht und das Ganze fängt an zu fördern. Das Schöne, wenn es voll ist, stoppt der gleich automatisch. Der hat nämlich ein Erkennungssystem, wenn es voll ist, wie auch die Zapfsäule bei der Tankstelle. So, ist voll, hat gestoppt. Man muss dann nur den Schalter wieder zurückpacken und dann kann man das Ganze wieder abnehmen. Achtung, Harnstoff hinterlässt immer so eine hässlichen Rückstände.
Deshalb vorsichtig, nichts auf den Lack und so weiter. Aber das wisst ihr ja. Genau. So, wir haben gerade AdBlue nachgefüllt und jetzt geht's weiter mit den Klamotten. Wir sind 3 Wochen unterwegs. Ja, das sind sie. Da sind auch noch die ganzen Handtücher und meine Socken nur in dieser Tasche. Jetzt heißt es, dass irgendwie in diesem kleinen Automobil unterzukriegen. Sind wir mal gespannt, ob wir das schaffen. Wir zeigen euch das dann gleich im nächsten Take. So, Mittelfach, wie man sieht, ist voll. Sachen sind eingepackt. Wir haben jetzt das, ich kann ja mal kurz durchgehen. Handtücher sind da diverse drin. Es sind in der Ecke 6 Flaschen Wein, sowie auch 4 Tetrapacks Milch drin. Ein bisschen was, ich brauche ja ein bisschen Milch für den Kaffee. Wir haben Klamotten drin, Hosen, T-Shirts, Wäsche, Handtücher, das hatte ich glaube ich schon gesagt, ne? Egal. Hier in der Ecke ist noch Wasser drin. Und zwar sind da jetzt 8 Flaschen je Wasser, also stilles als auch Sprudel, 8 Flaschen. Und Handtücher, ja, alles in dem kleinen Fach, hat gut reingepasst. Der Rest wird jetzt hier im Wagen verteilt. Und Kleinigkeiten kriegen wir in das kleine Fach hier noch rein, wo die Batterie drunter ist. Da haben wir noch ein kleines Mini-Fach gehabt für diverses. Und ja, von daher, erste große Räumaktion erledigt. Sind vor Hamburg, ich sehe diese komischen Dinger da, wie nennt man sich das? Kräne? Und wir sind in Hamburg und ich zeige euch mal. Containerbrücken, ne, oder? Genau, diese Container. Ja, diese Entladestellen. Genau. Diese Entladekräne. Und wir zeigen euch mal kurz was. Bisher war es super, also kann man nichts meckern, aber. Ja. Naja. Vor Hamburg ist immer was, weil ich würde behaupten, ich glaube, es ist nur eine Röhre frei. Aber hundertprozentig kann ich euch das nicht sagen. Und ja, ihr habt ja gesehen, das war ja die letzte Sache, die wir noch angekündigt haben. Ja, das haben wir alles mitgenommen und viel, viel mehr. Ich mache mal kurz da so eine Blickung. Ja, ist gut voll, aber hier kommt noch einiges raus, weil allein hier steht so viel Wein hinter mir. Den nehmen wir ja nicht alles mit, weil dann würden wir Probleme mit Zoll bekommen. Ja, und auch irgendwie wären wir dann ein bisschen viel beladen, dass wir hier nicht mehr irgendwie uns Essen kochen können und an die Stränke ran können. Genau, das wäre ja. Und dann müssen wir halt alles austrinken. Jedes Mal. Ach so, ja. Uiuiuiuiui. Dann dürfen wir ein paar Tage nicht mehr auf Auto fahren. Ja. Ja, wir sind mal gespannt. Also laut Plan, laut Navi sind wir, also wir behaupten mal, wir sind um 13 Uhr in Spo. Ja, und mal schauen, ob wir schon hotelmäßig was machen können oder ob wir noch ein bisschen warten müssen. Offizieller Check-in ist nämlich erst 15 Uhr. Aber vielleicht hat man ja auch Glück. Genau. Und ja, wir melden uns dann wahrscheinlich, also entweder von einem Parkplatz oder von Spo. So genau wissen wir das noch nicht. Wir sind auf unserem Parkplatz Forst Rantzau. Der Stammparkplatz. Genau. Die Polizei fährt auch weg. Wir wollen die auch nicht weiter sehen. Richtig. Ja, hatten relativ Glück. 15 Minuten hat es gekostet beim Elbtunnel und auch danach haben alle unsere Gäste und auch den Fotografen, was ja auch unser Gast ist, richtig, entsprechend informiert. Die sollen sich bloß links halten. Wir haben es ja einigermaßen so gemacht, wie wir es nicht da, aber wir haben es ja trotzdem so getan, wie wir es sollen. Weil nee, Schilder waren da gar keine, ne? Schilder waren keine. Und dann sehen noch. Nein. Die Schilder fehlten. Was gab es da? Ja, wir werden jetzt dann gleich weiter Richtung Spo. Spo, ne? Genau. Mal sehen, was da noch so los ist. Ich denke, es wird frei sein, aber man weiß ja nie. Genau. Wir sind angekommen in SPO St. Peter-Ording und ja, da hinten sieht man es, ist der Strand, also man sieht ein bisschen was. Und Stefan, der ist da hinten am Laufen. Der läuft nämlich gerade zu unserem Beach-Motel. Nachfragen, ob da überhaupt Parkplätze sind. Es sah gerade ein bisschen sehr voll aus. Das wäre natürlich jetzt sehr blöde, wenn wir da jetzt keinen Parkplatz kriegen würden. Das klärt er jetzt aber. Und ja,
Dann sind wir gespannt, was heute noch so kommt. Wir haben ja noch einiges zu besorgen. Was genau, das sagen wir euch natürlich in den nächsten Takes etc. Pöppel. Willkommen im Hotel. Wir haben unser Zimmer übernommen, auch schon vollgerödelt. Die netten Herrschaften hier haben uns angeboten, beziehungsweise wir konnten unseren Wein dort kühlen in der Kühlkette, aber nicht mehr alles hat reingepasst. Dementsprechend haben wir noch einiges dort hinten eingelagert. Ansonsten, ja, Parkplatzsituation, alles gut. Komm mal mit mir mit. Wie man sieht, da hinten, da steht er. Also gut geparkt, hat alles gut gepasst. Unser Zimmer, sehr schick, sehr schön. Ja, bisschen ja, Styling und so weiter muss auch sein. Das Ganze hier steht unsere Karre. Ein wunderschönes Bett. Groß, zügig. Ja, das Bad ist, ich sag mal, man kann reingucken. Ich mach mal Licht an. Aber wir können auch noch mal richtig reingehen. Eine sehr schöne Dusche. Getränke auch schon mal gleich zum Kühlen, ne? Also die sind natürlich auf dem Anhänger komplett warm geworden. Aber die Dusche selber, wunderbar. Sehr, sehr schön, sehr großräumig und ja, alles sauber, alles toll. Kann's losgehen. Und wie man Stefan das bereits angesehen hat und bei mir auch, es läuft die Suppe runter. Das, wir haben glaube ich so an die 33 Grad hier, auch in St. Peter-Ording. Huiuiuiui. Und wo Stefan gerade die Toilette nochmal gezeigt hat, jetzt müsst ihr euch vorstellen, andere Seite von dem Hotel, da kannst du vom Klo direkt auf den Strand gucken. Hier kannst du ja in die Häuser gucken, aber auf der anderen Seite hat man auf der Toilette wunderbares Strandfeeling. Ja, was machen wir jetzt? Wir entspannen jetzt noch ein bisschen, gehen wahrscheinlich runter an die Bar, was Kaltes trinken, weil die Getränke, die wir hier haben, die sind noch viel zu warm. Ja, und dann gehen wir später essen. Und dann ist morgen schon der Tag der Tage. Und mal sehen, ob wir noch was zeigen oder nicht. Lasst euch überraschen. So, wieder zurück im Hotel. Einen wundervollen Abend verbracht, würde ich sagen. Erfolgreich sozusagen verabschiedet. So ein bisschen kleinen Junggesellenabschied mit Thorsten. Doch noch vollbracht. Und ja, jetzt werden wir nochmal duschen, weil wir eben noch einen tollen Sonnenuntergang am Strand gehabt haben. Mit einer Flasche Wein natürlich auch noch. Und dann heißt es für uns schlafen gehen und morgen früh geht's dann los, der große Tag. Bis dahin, gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute den 26.07.2019. Heute unser großer Tag. Wir sind schon wieder, glaube ich, gefühlt seit 5.30 Uhr wach, weil naja, es ist sehr warm auch hier. Und ja, wir werden gleich frühstücken und dann werden wir uns so langsam fertig machen. Denn ich würde jetzt sagen, 6.40 Uhr ist es, ne? 45. 6.45 Uhr ist es. Das heißt, ne, gut, jetzt muss ich rechnen. 4 Stunden ist 10.45. 4,5 Stunden. Dann ist wohl das große Wort zu sagen. Also nicht nö, sondern ja. So, ja. Haben wir doch glatt vergessen, nochmal einen Take zu machen. Genau. Wir sind jetzt angekommen am Parkplatz für den Leuchtturm, werden jetzt 45 Minuten laufen und dann geht's los. Genau. Und dann nehmen wir euch nicht mit. Nein. Ihr seht dann ein paar schöne Bilder gleich und dann sehen wir uns morgen schon wieder, weil mehr gibt's heute nicht zu sehen. Genau. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. We'll be right back.
neuer Tag, meine Lieben. Und hier spricht jetzt nicht mal Herr sowieso, sondern hier spricht von mir Kreuzfahrtbulli. Genau. Seit gestern. Dann ganz offiziell geheiratet. Wir haben euch ja eben gerade so ein paar Bilder gezeigt. Also wir hatten eine wunderschöne Hochzeit. Einen wunderschönen Tag. Genau, halt mal. Genau, danke an alle, die dabei waren. Also ihr habt diese Hochzeit zu was Besonderem gemacht. Genau, also wir haben uns richtig toll gefreut. Wir haben uns die Location und den Platz ausgesucht. Ich wollte gerade sagen, wir machen das mal so rum. Aber das, ja, das Besondere sind immer die Gäste, die das dann füllen und ja, an die Anwesenheit natürlich. Und wir haben uns über alle sehr, sehr gefreut und ja, war ein sehr, sehr schöner Tag für uns. Genau, also ich hoffe für die anderen auch, aber ich glaube soweit. So wie wir gehört haben, hat es allen gut gefallen. Also genau. Wir würden das gerne nochmal machen, aber wir müssen nochmal heiraten. Und heiraten? Nee. Ich habe den Mann meines Lebens gefunden. Ja, nochmal nicht. Also wenn eine andere Strandparty, weil das war das Geniale. Ja, das war sehr schön sogar. Kann ich nur empfehlen, wer in St. Peter-Ording oder überhaupt wer ich sag mal, wenn das Wetter mitspielt, dann macht ruhig eine Strandparty. Das macht echt Spaß. Das ist eine tolle Sache und ja, was Besonderes. So, wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Kiel, haben noch einen kleinen Zwischenstopp. Genau. Und ja, dann werden wir da einkaufen und jetzt beginnt unsere Hochzeitsreise. Wir fahren nach Norwegen. Morgen geht's auf die Fähre nach Oslo, aber da sind noch so viele Sachen, die dazwischen kommen, deshalb sagen wir jetzt erstmal genau. Willkommen zu einem neuen Tag hier bei Kreuzfahrtbulli und jetzt geht die Reise erst richtig los. Genau. Tschö. Ja, also wir sind Kieler Förde angekommen, haben uns hier mal einen schönen Platz, glaube ich, ausgesucht. Dort hinten sieht man, wenn ich das noch richtig sehe, entweder, das müsste die Color Line vielleicht schon sogar sein. Allerdings in dem Fall die Magica oder Magia oder irgendwie sowas. Und natürlich das Denkmal, La Bö. Wie man auch hört, sehr viel Wind. Ja. Aber sehr schön hier. Und mit 27, 28 Grad auch nicht gerade kalt. Ihr habt's gehört, wir sind jetzt wieder, wir sind jetzt wieder im Auto, das geht draußen gar nicht. Also viel zu windig, meine Fresse, ey. Auf jeden Fall sind wir in Kiel, waren gerade einkaufen, haben eigentlich alles fertig. Morgen kann die Reise beginnen. Wir werden uns jetzt nur einen Schlafplatz suchen hier in Kiel, weil der wurde uns zwar hier empfohlen, aber das ist so voll und es ist viel zu windig hier. Also da suchen wir uns besser was anderes. Ja, und mal schauen, wo wir dann landen. So, wir haben unseren Schlafplatz gefunden dank der App Park4Night. Wir stehen hier. Oh, wenn Stefan sich dreht. Könnt ihr mal schauen, wo wir stehen, falls ihr es erratet. Wir machen mal einen Tipp. Das da ist der Ostseekanal und das da ist der Nordseekanal. Und wenn Stefan hin und her redet, haben wir den Nord-Ostsee-Kanal. Den Platz, den wir hier haben am Nord-Ostsee-Kanal, ist wunderbar ruhig, ist in der Nähe von einem Wohngebiet und ja, ich denke mal, wir werden da heute gut schlafen können. Ja, also richtig schauen auf den Nord-Ostsee-Kanal kannst du nicht, aber dann, ja, das sehen ich sag mal, durch die Bäume durch. Ja, da habt ihr oberhalb halt. Die ganzen Bäume. Das wird auch gleich noch interessant werden. Wir sind ja hier einigermaßen runtergekommen. Aber die Frage ist, wie geht's wieder rauf? Da lassen wir uns mal überraschen. So, wir gehen jetzt zu dieser Brücke da und schauen, ob wir mehr sehen oder weniger. Lasst euch mal einfach überraschen. Ja, haben wir uns so schön gedacht. Vielleicht ist da um die Kurve die Schleuse oder bei der Brücke die Schleuse. Aber nee, falsch gedacht. Das ist noch ein Stückchen weiter. Da hinten geht der Kanal noch eine Kurve und erst danach kommt noch eine Brücke und dann kommt die Schleuse. Schade, sehen wir also heute nicht, weil
Bis dahin ist es jetzt heute für uns etwas zu weit. Wir sind relativ kaputt und werden dann auch gleich wieder zum Auto zurück und uns was zu essen kochen. Aber trotzdem schön hier. So, jetzt hoffentlich wieder mit Ton. Sieht auch ganz danach aus. Ja, eben gerade habt ihr ja ein paar Bilder gesehen. Also da geht es da runter und war ganz schön steil. Und ja, wir sind hier in einer Gegend, wo sehr viele Anwohner sind. Und ja, sie sehen es nicht so toll, so gerne, wenn hier gecampt wird. Aber naja, eine Nacht, da sagen sie nichts. Und gerade wenn man hier wirklich nur steht und ruhig ist. Und das sind wir ja. Wir fallen ja auch sowieso nicht auf. Und dich hört man da hinten nicht. Party machen, bitte? Da hört man dich nicht. Das Mikrofon wird zu leise sein. Ach so. Ja. Stimmt. So, jetzt gibt es lecker Essen. Und zwar da unten. Hasi hat gekocht. Ja. Kartoffeln. Dann haben wir Frikadellen bzw. Buletten. Und das ist einfach nur, ich muss überlegen, Blumenkohl-Rahmsoße. Also was Leckeres hier in Kiel, denn es geht morgen zur Kallerlein und da gibt es dann ganz anderes Essen. Aber Buffet das, auf jeden Fall. Ja, Buffet, genau. Und das seht ihr morgen. Aber jetzt wollen wir erstmal essen und dann melden wir uns dann nochmal. Ja, wir haben jetzt gegessen, abgewaschen, alles wieder fertig gemacht. War sehr lecker, würde ich sagen. Ich glaube, es geht Marcel genauso. Ja, er nickt, sehr gut. Wir haben jetzt ja heute schon mal ein bisschen was gesichtet. Wir haben nämlich ein ganz tolles kleines Geschenk und so weiter gekriegt. Nämlich, das ist unser Gästebuch von unserer Hochzeit. Einmal in einer anderen Art und Weise. Erstmal steht auf dem Glas ein kleiner Spruch drauf. Und dann musste jeder der Gäste, ein Herz, das sind lauter kleine Herzen da drin, beschreiben oder bemalen und vor allen Dingen mit dem Namen versehen, damit wir auch wissen, wer denn da war. Es war eine ganz tolle Idee und hat uns auch sehr, sehr gut gefallen. Sind ganz viele schöne Dinge und schöne Sprüche zusammengekommen. Herzlichen Dank einmal dafür. Was wir jetzt natürlich noch machen werden, sind noch ein paar Fotos sichten, schauen uns noch mal die ganzen Bilder an, die unser Fotograf, der Thorsten, gemacht hat und vielleicht auch noch ein paar andere Sachen, wenn wir noch ein paar andere Bilder haben, auf Handys und so. Und dann wird es auch für uns ins Bett gehen. Von daher wünsche ich allen soweit eine gute Nacht und wir sehen uns morgen beim Frühstück oder was auch immer morgen als erstes anliegt. Bis dahin. Tschüss.